Gude und herzlich willkommen zurück hier im Format Farm and Travel im Landwirtschaftssimulator 22. Wir vom Büro Nummer 16 sind heute wieder unterwegs auf der gemütlichen Rehbach. Wir haben heute einiges vor, es hat sich einiges auch getan, so im Background. Vielleicht lauscht ihr gerade mal ein bisschen. Ich habe einen Custom Sound verbaut hier in den 255 GT. Ich habe die Maschinen schon vorbereitet. Der Kowalski auf dem Dorf ist auch ready. Wir werden heute uns um die Wiese hier kümmern. Nämlich erstmal ziehen wir gemeinsam Bodenproben. Und dann werden wir kalken. In der Zwischenzeit wird der Kowalski pflügen. Lasst uns mal aufs Tablet schauen, was die Bodenverdichtung angibt hier. So, jetzt müssen wir hier mal kurz wieder gegensteuern. So, jetzt haben wir es. Ja, also wir müssen auf jeden Fall hier mit der Bodenverdichtung... Oh, hier fehlt noch ein ganzes Stück. Das haben wir irgendwie übersehen. Und dann werden wir danach kalken, etc., etc., etc. So, dann würde ich sagen, legen wir los und wir machen uns dazu die Map an. Dann klappen wir den Kollegen auf und dann fahren wir mal ein bisschen in die optimale... War der jetzt aufgeklappt? Aufgeklappt haben wir ihn. So, dann... Gehen wir hier in die Ecke rein. Es ist ja jetzt nichts Neues, ne? Sollte Bodenproben entnehmen. Zack. Gut, dann hätten wir das. Dann fahren wir mal weiter. Weiß nicht, sind die echten Landwirte unter euch, falls jemand zuschaut? Ich glaub's nicht. Ist der nicht ein bisschen schwach auf der Brust, der Sound? Ja, dann fahren wir hier hoch. Und dann kann ich mich ja schon mal bedanken für die ganzen Däumchen nach oben auf der letzten Folge. Die hat wohl euch sehr gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Nämlich die vorletzte Folge, die hat nicht so nice performt. Da war ich schon am Überlegen, ob ich die Rehbach, naja, anders behandle. Euch mehr mit in die Vorbereitungen mit reinnehmen. Jetzt machen wir das hier gemeinsam. Das hätte ich natürlich alles schon vorbereiten können. Aber das ist ja der Deal bei diesem Format, ne? So. Da müssen wir ganz schön viele Bodenproben nehmen. Gut. So. Dann müssten wir es eigentlich gleich geschafft haben. Zack. Das sieht doch top hier aus. Wir fahren mal ein bisschen in die Mitte rein. Genau so. Zack. Dann müssten auch gleich die Ergebnisse dann kommen. In der Zeit weise ich nochmal einen Kowalski ein hier auf die Wiese, was er machen soll. Warum er es machen soll. So, da gab es nur kurz eine Speicherung. So, das müsste doch lang, oder? Genau. So, haben wir jetzt noch. Jetzt gucken wir mal, ob man das irgendwie... Ne, es sieht eigentlich ganz gut aus, oder?
Ah ne, hier sieht man das noch nicht. Dann F1 Bodenproben entnehmen. Z. Zack, ab ins Labor damit. Haben wir jetzt per... Naja, per Daten halt übertragen. So, jetzt fahren wir noch zum Kowalski. Den setzen wir hier an. Hier hätten wir noch ein bisschen Heu mitnehmen können. Naja, mal die Bremse rein. Lass uns Maschinchen laufen. Und hier schön in den 27. Zack. Gut. €400 hat uns das gekostet. Seht ihr? So, jetzt machen wir Folgendes. Dann checken wir gleich mal, was für Böden wir hier haben. Und den setzen wir mal hier an. So, dann absetzen. Anschalten brauchen wir nicht. Haben wir ein Stück. Und dann lassen wir einen Kowalski übernehmen. Right? Kowalski macht das aber auch richtig, ne? So, wir checken mal das Tablet. Oh, Tablet hier, Precision Farming. Okay, wir haben sandiger Lehm und, Quatsch, lehmiger Sand und sandiger Lehm. Oh, Wahnsinn. Oh. Die 20 ist auch uns. Was waren da drauf vorher? Das ist im Wachstum. Okay. Oh, das sind Sonnenblumen drauf. Uff. Uff. Okay. Gut. Dann fahren wir mal den Kollegen hier auf Seite. Dann steigen wir um auf den MB-Truck. Achso, wir sollten vielleicht erstmal wieder einklappen. Gut, ist eingeklappt. Dann stellen wir den hier auf. Hier ab. Den brauchen wir gleich nochmal. Habt ihr das gehört? Achtung. Und jetzt? Top, oder? Nice. Top. I like it. So, rein in den... Ich habe übrigens den Drescher noch getauscht. Den zeige ich euch dann noch. Bist du schon fertig, oder was? Naja, wir lassen den mal machen. Ne? Motor starten. So, was haben wir denn? Automatische Ausbringmenge auf jeden Fall. So, und dann machen wir wie folgt. Warum geht er nicht an? Hab ich hier ein Problem? Lasst mich mal kurz gucken. In den Bindings. Eigentlich die hintere Zapfwelle. Nee. Ach so. Okay. Klar, ich muss ihn erst ausklappen. Und dann geht's auch. So, dann hauen wir das Pulver hier wieder drauf.
Damit werden wir aber jetzt noch einen Ticken beschäftigt sein. Ich glaube, wir gehen dann hier einfach in den Zeitraffer, weil ich dann noch das Getreidefeld auch noch mitmachen würde. Und ja, ich glaube, dann gehen wir in den Zeitraffer, ne? Viel Spaß, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Viel erledigt, viel gemacht. Und ich war jetzt noch schnell beim Händler und habe Saatgut geholt, weil wir jetzt noch zusammen das Feld teilen werden. Und dazu werden wir jetzt einfach das Feld teilen. Das ist ungefähr 200 Meter lang. Und dann werden wir das Feld schön von Nord nach Süd teilen. So, wo habe ich denn den Streuer gehabt? Hatte ich den hier drin? Weiß ich gar nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was am cleversten ist. Ich muss noch mal gucken, was für wir. Oh, der Erwand ist im Angebot. Oh, der Erwand ist im Angebot. Macht das Sinn? Das ist der Kleine für 7000. Oh, man. Da kann ich ja eigentlich nicht Nein sagen. Nee, den holen wir auch. Den holen wir uns auch. Nee. 8800. Den kaufen wir uns jetzt. Spontan Kauf. Den anderen verkaufen wir. Der ist nämlich wert 43k. Da haben wir ja eh festgestellt, die Schaufel war viel zu groß, die wir gekauft haben. Und für Eier rumschubsen langt der Avant. Okay, gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Achso, ich wollte gucken, was die 150 PS, was hat unser MB-Truck? 125. Nee, dann müssen wir zu dem Kollegen hier springen. Na, der hat den natürlich wieder perfekt geparkt, der Kollege. Wahnsinn. Dann sehen wir gemeinsam. Ach, guck mal hier, das hat er gar nicht fertig gemacht. Egal, das mache ich. Offscreen fertig. Aber jetzt genug gekalkt. Ja, Blinken auf dem Feld brauche ich auch nicht. So, ich habe zwischendrin die Aufnahme pausiert, weil wir zwischenzeitlich mit der Zeitlupe bei 80 GB Aufnahmedatei waren. Da rödelt sich dann mein PC beim Rendern kaputt. Sozusagen. Deshalb habe ich mich entschieden zu pausieren, weiterzumachen und euch jetzt wieder dazu zu holen. So, wir werden jetzt die Drille dranhängen, die Horsch 3 Meter. Ist eigentlich optimal. Uiuiui, ich habe nur gemerkt, dass wir ja hier mit dem Ladewagen. So, den fahren wir mal. Den fahren wir jetzt hier erst hier rein, aber der kann eigentlich auch draußen chillen. So, dann bitte einmal ab. Und abgekoppelt, sehr gut. Und dann nehmen wir mit den Kollegen hier die wunderschöne Horstrille. Gut, so, jetzt müssen wir nur noch. Meint ihr, das klappt? Ich glaube nicht.
Da müssen wir jetzt gleich ein bisschen unrealistisch spielen. Übrigens, was sich geändert hat, ist, ich habe auf jeden Fall die Schäfchen noch geholt. Die schwarzen Schäfchen. Weil wir haben ja hier eine Textilverarbeitung noch drin. Und wir haben hier am Hof einen Hahn und Enten. Quak, 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 quak. Ah, es funktioniert. Dann laden wir mal Gras über. Es freut mich, dass es funktioniert. Das Feld ist ungefähr 200 Meter lang. Wir werden jetzt unten auf den Tacho gucken. 100 Meter fahren. Und dann werden wir von Nord nach Süd abdrillen. Okay, das wird natürlich jetzt wieder bombastik. Kriegen wir das hin beim ersten Mal? Das würde mich ja stark wundern. Sieht aber so aus. Oh, ich bin echt ein bisschen stolz auf mich. So, das bedeutet, wir fahren nicht über die Wiese, sondern wir haben hier die Einfahrt. So. Ich muss hier ein Stück. So, wir merken uns jetzt 6, 7. Bei 7, 7 müssen wir raus. Bei 7, 7. Langsam. Ich war schon zu weit. So. Ich würde einfach sagen, wir fahren jetzt dann hier runter. Oder? Ich scroll mal ein bisschen raus. Nehmen wir die Kante noch mit. Wegen dem Trillen. Wir können die auf jeden Fall ein bisschen abglätten. Indem wir... Weil wir haben ja 3 Meter. So. Ich drehe mal hier richtig schön. So langsam. Die müsste ja theoretisch hier ansetzen. 3 Meter. Okay, dann fahren wir nochmal ein Stück. Jetzt fahre ich mal mit Einweiser. AKA Gamepad. So, da sind wir doch komplett richtig, oder? So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Ich weiß halt nicht, was gerade ist, ne? Ich kann natürlich jetzt mit VCA... Schön. Schön. Ist das gerade? I doubt it. Das gerade? Ne, das ist. Das sieht gerade aus. Das sieht gerade aus. So, dann haben wir es eingeloggt. Hoffe ich. Wir klappen aus. Wir setzen ein. Wir fahren noch ein Stück zurück. Wir sind eingeloggt. Was haben wir? Hat er automatische Breite ermittelt? Ja, nochmal checken. Guck, da ist er nämlich versprungen. Das will ich nicht. Ich will das hier. Zack. Gut. So. Trille ist an. Fahrgasse ist aus. Das wäre es jetzt. Nicht ganz getroffen. Witch. Nee, wir bleiben drin.
Ich wollte dahin und wir checken das mal gegen. Wir haben jetzt hier gepflanzt Gras. Drei Meter müsste auch reichen. Wir brauchen keinen 6 Meter Reifen. Ne? Brauchen wir nicht. Gut. Alright. So, und dann fahren wir halt mal, ne? Sollen sie mal schön reintrillen? Dann haben wir das Feld getrennt. Oh, nochmal ein Thumbnail. Zack. Ganz schön bewölkt. Ich sehe fast nichts. Gehen wir da rein. Weil unten wird es auch nochmal kritisch. Weil wir tatsächlich durchziehen müssen. Ich glaube, der Schlag ist ein bisschen größer, oder täuscht's mich? Ja, der ist ein bisschen größer. So, jetzt halten wir mal an. Ziehen aber ordentlich durch. Heben aus. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir betrachten das mal von oben. Ja, tatsächlich hätte ich ein Stück hier reingemusst. So von hier ungefähr. Ah, das ist vom Trillen halt mega beschissen, ja. Naja. Hier unten die Ecke ist eigentlich auch völlig unnütz. Da könnten wir eigentlich Ballenlager hinmachen. Ne, das trennt mir ab vom Trillen. Vielleicht fällt uns da noch irgendwas ein, eine Scheune oder was wir halt brauchen. Wir haben nämlich kaum Platz. Das haben wir. Ja. It is what it is. Wir haben einen kleineren Schlag, einen größeren Schlag. Und der da hinten gehört uns auch noch. Ich glaube, den haben wir gepachtet. Aus der Panik raus. Und damit können wir 1, 2, 3... drei Früchte anbauen und wir brauchen aber 4. Da müssen wir was zukaufen. Nee, hier haben wir noch. Wir haben hier 3 und 4. 4 Anbauflächen für das Hühnerfutter, 2 für die Schafe. Den Rest müssen wir zukaufen. Gut, dann lösen wir mal den Zustand auf. Ich zeige euch noch, was ich getauscht habe an. Am Drescher. Ich fand nämlich, der Trion war einfach zu groß. Wie hier. Und dann habe ich getauscht. So, Maschinen sind alle oben. Sehr gut. Dann fahren wir mal schnell noch an die Getreidehalle. Gemeinsam, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Wir sind ja schon ewig unterwegs. Holy moly. So, und dann brauchen wir... Ich werde wahrscheinlich noch was tauschen. Ich werde den grandios schönen... Düngestreuer holen, anstatt den von Amazone. Von Rauch, von Creative Mesh. So, dann fahren wir mal kurz hier hinten rein. Dann müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Feldweg, auch wenn er gut ausgebaut ist. Vielleicht übermale ich das auch. Ah, ne, ich lasse es jetzt einfach bei Gras. So. So, und dann zeige ich euch, was ich geholt habe. Also, Schneidwerk, wie ihr seht, ist das same geblieben.
Aber ich habe einen Tucano geholt. Und zwar einen Tucano 320. Der jetzt nichts Specialiges hat. Aber finde ich, der Tucano passt ja einfach besser rein. Modern, aber klein. Ne? Von daher, ja, denke ich, ist ganz nice. Und dann haben wir hier viel geschafft. Ich mache mir Gedanken über den genauen Anbauplan. Was wir wo machen. Wir haben hier wird sicherlich auf eine von den Flächen wird wahrscheinlich auf die größere wird Getreide kommen, Mais gelegt werden. Wie wir den legen im April, keine Ahnung. Das bedeutet, wir legen hier jetzt erstmal Ölrettich. Dann werden wir wahrscheinlich auf die Maisfläche Weizen packen und dann hier Soja. Eigentlich haben wir es ja schon fast. Weizen, ja. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ich weiß gar nicht, wie es jetzt sein wird, wegen Schnitt und Zeitraffer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und nächste Woche sind wir auf der Galgenberg und Leute, und das ist für die, die jetzt bis zu Ende geschaut haben, müsst ihr euch anschnallen, es wird wild. Es wird weiter wild auf der Galgenberg. Okay, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss!